Morgen. Na, gut geschlafen? Guten Morgen, Sonnenschein. Ja, voll gut, und du? Ich auch. Einmal hat sie sich so richtig auf meine Decke gelegt. Echt? Ja. Und dann konnte ich mich nicht umdrehen, ohne sie auch umzudrehen. Dann waren wir beide kurz wach, haben gekuschelt. Dann sind wir beide wieder richtig eingeschlafen, gell? Wir melden uns zurück aus unserer kleinen YouTube-Pause. Und ich muss sagen, es hat richtig gut getan, ein bisschen die Kamera zur Seite zu legen. Wir haben tatsächlich im Westen der Insel eine wunderschöne Küste gefunden, an der wir fast alleine sind. Und hier haben wir viel Zeit verbracht. Ja, machen wir uns jetzt mal langsam auf den Weg für einen Morgenspaziergang. Hier hinter mir an dieser wunderschönen Küste. Und ja, dann gibt es was zu essen, Kaffee, und dann fahren wir auch schon los. Wir wollen heute nämlich auf eine Hochebene, ungefähr 2 Stunden von hier. Und da ja, wollen wir nicht so spät ankommen. Es wird ja nämlich hier mittlerweile auch schon ziemlich früh dunkel. Ja, so verlassen wir den schönen Ort am Strand und fahren weiter ins Landesinnere. Ist auf jeden Fall immer sehr aufregend, mit den beiden hier neben mir zu fahren. Meistens chillt sie nebenan und pennt. Aber die letzte Zeit ist sie wieder so ein bisschen aufgeregt beim Fahren, dass sie sich dann auch übergeben muss. Das ist jetzt mal wieder vorgekommen. Aber das war auch, glaube ich, unsere Schuld, weil wir hatten ihr zu früh vorher was zu essen gegeben, also ich sollte ein paar Stunden lieber nichts essen und es war, glaube ich, so eine Stunde. Es war sehr holprig auch, die Straße. Also die Straße war, ne? Die war wirklich übel. Die war echt krank. Aber jetzt viele Kurven, ich glaube, Kurven verträgt sie auch nicht so. Es ist 2 Stunden her, dass sie gegessen hat und jetzt fahren wir eine andere Strecke zurück. Google Maps sagt nämlich immer die kürzeste Strecke voraus, aber nicht immer die beste. Und jetzt haben wir erfahren, dass es hier eine ganz einfache Strecke zurück gibt, die wir jetzt nehmen. Okay, Familie, seid ihr ready? Ready! Nusa, bist du ready? Bist du ready? Bist du ready, mein Oh, ist ganz schön kalt hier oben. Ja, wir sind jetzt hier oben angekommen auf 550 Meter Höhe mit einer Wahnsinnsaussicht. Mal schauen, ob wir das heute sehen können oder erst morgen, denn es wird bald auch schon dunkel. Jetzt gehen wir noch mal eine kleine Runde Gassi mit Nusa. Die hat das nämlich richtig gut gemacht. Und dann belohnen wir sie immer nach einer Autofahrt mit Gassi gehen. Hier überall liegt Pferdekacke rum und Ziegenkacke. Das findet sie natürlich richtig geil und kann überall schnuppern. Und Melli muss hier ganz schön mit der Leine arbeiten. Ja, und ansonsten ziemlich nice, da hinten ist ein Regenbogen, also ganz schön cool, aber nicht so eine schöne Aussicht in diese Richtung, vielleicht in die andere. Die Hochebene war etwas ganz anderes für uns und das totale Kontrastprogramm zur Küste und zu unseren bisherigen Stellplätzen am Meer.
Die alte Kultur in Sardinien, die vor über 3000 Jahren hier gelebt und ihre Spuren in Form von Türmen hinterlassen haben, fasziniert uns immer wieder aufs Neue. Vieles aus dieser Nuragenkultur kann heute nur noch erahnt werden. Wie viele Geschichten hier erzählt werden könnten, wie viele Menschen schon diese Wege gelaufen sind. Auch für unseren Welpen war es total interessant, da alles nach wilden Tieren gerochen hat. Wir haben Kuhherden, Ziegen, Schafe und Hütehunde gesehen. Und dann, kurz bevor wir losfahren wollten, haben wir noch wilde Pferde entdeckt. Wir sind dankbar dafür, das wilde Leben inmitten der alten Ruinen der Nuragen gesehen zu haben. Und das hat uns auch gezeigt, dass das Leben immer weitergeht, egal welcher Wind gerade weht. Mit dieser Erkenntnis packen wir unsere Sachen und fahren weiter Richtung Norden. Fast da. 20 Minuten. Ja, und jetzt sind wir auch schon angekommen. Es ging ja schnell. 1,5 Stunden Fahrt und wir sind hier an so heißen Quellen. An so alten römischen Quellen. Da kann man hier hinter mir im Fluss baden. Sag mal, und stinkt das eigentlich? Nee. Ich denke immer, die stinken so nach Schwefel. Meinst du, Nusa kommt mit ins Wasser? Weiß ich nicht. Oh, hier kommt ja richtig Dampf raus, ey. Voll krass. Wie warm das ist. Ob sie sich das traut. Ach doch, stinkt schon ein bisschen. Aber eher nach Algen. Eher so nach Algen, ne? Krass. Aber da vorne sind keine. Ja. Geil, da gehen wir gleich mal rein. Zurück. Deal? Ha? Ja? Und los! Stopp, stopp, stopp! Hier! Und weiter! Fein! Hast es wieder gebracht. Fein. Krält dich hier im hohen Gras, ne? Ja. Miau. So, und weiter geht's. Wir machen gerade nochmal den Abwasch und dann geht's jetzt weiter Richtung Meer. Unterwegs gucken wir uns nochmal eine Stadt an. Wir brauchen nämlich auch Kackertüten. Ja, also generell irgendetwas, wo wir die Kacke aufsammeln können. Wir hatten davon ganz schön viele. Aber die sind alle leer. Ja, und hier ist eigentlich ganz schön, aber noch eine Nacht müssen wir jetzt hier nicht stehen. Weil wir stehen hier auch an so einer befahrenen Straße.
fahren so ein paar Autos in der Stunde vorbei. Deswegen geht's jetzt weiter. Ja, wir sind in Oristiano gelandet. Das liegt nämlich auf dem Weg zu unserem neuen Strandplatz, wo wir hinwollen. Ja, mal schauen, was die Stadt so zu bieten hat. Auf jeden Fall ist der Parkplatz, der Wohnmobilstellplatz, auf dem wir geparkt haben, richtig verdreckt. Aber man kann da stehen und wir haben da jetzt auch unseren Camper abgestellt und laufen jetzt mal in die Innenstadt, die ganz schön sein soll. Wir sind jetzt angekommen, 20 Minuten von Oristiano entfernt, an so einem wunderschönen Strandabschnitt. Und leider ist ja hier wie an vielen anderen Plätzen alles sehr verdreckt und deswegen sammeln wir jetzt erstmal ein bisschen Müll auf. Und ja, dann gehe ich mal mit Nusa eine kleine Runde spazieren. Es wird auch bald dunkel und Melli bereitet uns allen was zu essen vor. Und dann gucken wir uns morgen diesen schönen Ort an. Es ist ein bisschen Regen gemeldet, vielleicht haben wir aber Glück und es regnet nicht. Sieht auf jeden Fall richtig schön aus hier. Mit diesen Bildern verabschieden wir uns von euch. Sardinien ist seit Mitte November wie leergefegt. Wir trafen von einem auf den anderen Tag kaum noch andere Camper oder Touristen. Auf allen Plätzen waren wir fast alleine. Die Stimmung war zum Teil auch ein wenig seltsam. Das lag aber auch am Wetter, das sich ebenfalls von einem auf den anderen Tag komplett geändert hat. Es wurde windiger, kälter und regnerischer. Die meisten Geschäfte waren geschlossen und sonst belebte Dörfer wie ausgestorben. Nächste Woche gehen wir in unsere letzte Woche auf Sardinien und besuchen dort die schönsten Ortschaften Sardiniens, bevor es zur Fähre geht. Wir hoffen, ihr schaltet ein. Eine schöne Woche. Bis dann!